Ich mache mir sehr viel Sorgen um die Zukunft, deswegen habe ich jetzt vor kurzem einen Kurs gemacht im Kaffeesatzlesen. Und das Ergebnis war ein einfacher Satz, nämlich Educho, Nespresso oder Harnik, die Zukunft macht mich zornig. Und wir werden ja immer mehr von künstlichen Intelligenzen abgelöst und deswegen habe ich einen Diss-Text gegen künstliche Intelligenzen geschrieben, weil ich der Meinung bin, dass uns Schriftsteller kein Computer ablösen kann. Ich bin eine künstlerische Intelligenz, denn ich schreibe meine Programme selbst und entwickle sie weiter. Ich bin eine Schreibmaschine, die selbst denken kann. Mein Repertoire wird immer breiter. Da, da, da. Früher hatte ich Tastsinn. Heute machen meine Tasten Sinn, bis Texte den Taste treffen und fantastisch sind. Ich kriege Fettgehalt, wie Leberkäse mit Fettgehalt. Resultat, meine Ex-Freundin sagte, du bist fett, geh halt. Worte werden bei mir ausgedrückt bis zu Mehrfachbelastung. So wie mein Tablet ausgedrückt durch Mehrfachbetastung. Meine Texte auf der Liste der bedrohten Schriftarten. So selten, dass Copywriter im Busch mit einem Stift warten. Denn ich bin Notizblogger und poste vom Schreibblock. Mein Reel ist, wenn ich statt auf Insta finster in der Diele zum Schreiben hock, denn ich brauch kein Windows. Ich brauch nur ein Fenster mit Aussichten, denn ein View reicht mir schon, um meine Ansichten neu auszurichten. Bin Ghostwriter mit zeitlosen, geistreichen Sätzen, mein Erfolg oft unsichtbar, weil die Menschen nur mehr den Zeitgeist schätzen. Deadline wird bei mir zu Mindestgestaltbarkeitsdatum. Abgabefrist, der Hund. Aufgabe ist schwarz-weiß, doch mir wird's dann zu bunt. Bin kein Vordenker, meist denke ich nicht mal nach. Bin kein Vorlenker, Leistungskurven sind zach. Die Kurve zu kriegen, wenn man immer um die Ecke denkt, ist wie ein Kompliment zu kriegen, wenn man zum Zwecke schenkt. Überflüssig wie ein Getränkelager. Überflüssig wie ein Kickelsager. Ich bin wohltätig, wenn ich Blei stifte und mit feiner Miene Blei gebe und durch literarische Ups und Downs drifte, kurvenreich Gummi radier und mich in farbigen Horizonten von Buntstiften verliere. Willkommen in meiner Schreibwerkstatt, in der jeder Fehler eine Autokorrektur zur Folge hat. Denn ich sehe mir Untersätze an, wenn ich mich in Federn lege, rezitiere Muntersätze, wenn ich Papier wie Leder pflege, korrigiere Federwege, reguliere den Schriftverkehr, drifte alle Stifte leer, als ob ich Vin Diesel wäre. Ausgezeichnet, Stifte leer. Ich liebe das Obszöne, Schöne, wenn ich Worte von der Bühne stöhne. Textuelle Selbstbeschriebigung, Verbhütung durch regelmäßiges Handanlegen. Mein Schriftverkehr kann letztendlich jeden Verstand anregen, denn ich bin bitextuell, schreibe Prosa und Lyrik, in letzter Zeit mehr Prosa, denn Lyrik ist schwürig. Bin Texter Ordinary, einmal All You Can Read zum Mitnehmen, etwas für die Hand vom Büchertisch zum Nachschlagen, dem Kenner guten Geschmack nachsagen, Leseprobe mit Weinbegleitung, rührende Geschichten für Feinbeseitung, Augenmerk auf Reimverbreitung, lyrischer Flüchtling, der mit Grenzen spielt, weil nur Grenzwertiges in unseren Herzen Grenzen zieht, um dann mit dem Finger auf die Erdkugel zu zeigen und zu erkennen, ohne Kugel kann man nicht mehr Kugel schreiben. Denn ich bin Verbraucher und ein Verbraucher. Wenn ich Menschen in Dunst hülle und meine Papers mit auf Zunge gerollter Satzbaukunst fülle, eine endlos Rolle an Schreibideen, in der andere nur Nachschub an mehr Klopapier sehen. Denn es gibt viele Neider, doch ich bin Night Rider. Schreibe spätabends die Nightlines, Texte über das Nice-Sein, flexe mit Schweiß rein, das Neider sehen, der Erfolg muss aus Fleiß sein. Beiß rein, scheiß Steißbein, Schmerzen vom Sitzen müssen der Beweis sein. Meine Texte eine Bank, weil meine Zeilen sitzen, meine Worte gehen Sauna, bis Zuhörer schwitzen, Sprachporen werden gereinigt, in Sprachforen ist man sich einig, die Richtung ist klar, der Himmel da oben, die Dichtung ist klar, in den Himmel zu loben, mitnichten das war etwas abgehoben, denn ich bin Lesias, der Strophet, weil immer, wenn ich Wortspiele predige, ein Synonym für Holy Shit entsteht. Man bekreuzigt sich und beginnt die Rücken aneinander zu reiben, weil meine Ausdrücke das Publikum zum Wirbeln treiben. Keine tiefe Message, keine Leidensgeschichte. Manchmal genügt es mir, wenn ich einfach nur dichte. Denn seitdem ich schreibe, gibt's nichts Schöneres im Leben, als jedem Atemzug durch ein Wortspiel eine neue Bedeutung zu geben. Ich bin eine künstlerische Intelligenz. Und was bist du? Bist du noch AI oder schon AEIOU?